Ja, da liegt mein ganzes Zeug, auch mein Diamantschwert. Also geht doch. Kein Problem. Wir kriegen alles wieder in den Griff. Ist dann so schön verteilt, liegt das dann hier rum. Und mein Ei habe ich auch wieder gefunden. So, dann hätten wir alles wieder eingesammelt. Vor allen Dingen die Rüstung, die könnten wir jetzt mal anziehen wieder. Natürlich ist sie nicht mehr so haltbar, wie sie eben war. Ich würde sagen, das meiste ist weggefetzt worden. Ja, das ist es weg. Gut, das meiste ist weggefetzt worden, aber richtig gefetzt. So. Und wir haben dann folgendes. Erstmal wieder richtig hier alles einsortieren. Dann die Schaufel auf Platz 2. Die Spitzhacke ist irgendwie weg. Spitzhacke ist weg. Kann doch gar nicht sein. Spitzhacke, da. Ich wollte gerade schon sagen, kann doch gar nicht sein. So, die Spitzhacke, die, wo liegt sie? Da liegt sie. So, die kommt hier hin. Zweite Schaufel, als drittes die Axt und als viertes machen wir den Bogen rein und die Fackeln kommen dann auch noch. Ne, Quatsch, Fackeln als viertes, Bogen als fünftes. So. Und den Sand muss ich noch reinlegen und die Iron Boots muss ich mal anziehen vor allen Dingen. So. Und dann war es das auch schon. Das hat uns jetzt etwas Zeit gekostet. Ach ja, jetzt so ganz traurig in einer Ecke sitzen. Ich kann nichts, ich kann nichts. Na gut. Wir bauen jetzt erstmal das Höllenportal weiter. Hier sieht man übrigens noch den Krater. Sehr interessant. Und ja. Zuerst machen wir die Gussform. Dazu bin ich jetzt gerade im Überlegen, wie breit war das nochmal? War das 1, 2, 3 breit? 2 Felder war das, glaube ich, breit in der Mitte. Ja. Das heißt, wir entfernen jetzt hier mal ganz schnell so. Ich versuche das etwas zentriert zu machen. So, 2 Dinge. So und so. Gut. Und ja, das hier wird ja dann frei sein. Und na toll, Sand kann ich jetzt schlecht hier benutzen, weil das nämlich hier runterfallen würde. Da hätte ich auch gleich dran denken können. Na toll. Magst du so, hole ich mir eben ein bisschen Erde hier. Deshalb würde ich also hier dann. Also, jetzt weiß ich warum. Und so. Und so. Ich mache einfach hier so ein bisschen die Treppen etwas größer. Und dann fällt das gar nicht auf, dass hier etwas manipuliert wurde. Sekunde. Auch ein bisschen Erde, so, das müsste eigentlich schon fast reichen. Ich muss noch schnell hier reinlegen irgendwo. Das kann weg. So, und dann so. Und jetzt habe ich hier schon meine ganzen Treppen. So ganz natürlich sieht das jetzt aus, fällt gar nicht auf. Und dann, ja, schon wieder ein schwarzes Schaf. Ach, das lasse ich jetzt da. Ich habe jetzt Besseres zu tun, nämlich einmal hier eine Gussform zu bauen. Vor allen Dingen habe ich jetzt wieder was vergessen, nämlich das Wasser. Einmal Lava. Zweimal Lava. Jetzt gehe ich da runter, hole mir schnell mal das kurz ein bisschen Wasser. Vor allem kann ich mir gleich meinen Hund mitholen. Und ein Hühnchen. Das Hühnchen kann ich erstmal verkloppen. Also wieder Schaden bekommen. Ja, ich weiß, ich springe überall runter. So. So. Endlich mal 2 Federn. Und mal gucken, ob der Hund mir jetzt gehorcht. Gehorcht er mir? Nein, er gehorcht mir nicht. Habe ich Knochen dabei? Da, mal gucken, ob das was hilft. Komm mal her. Ich ihm jetzt Knochen gebe, kann ich nicht geben. Oh, jetzt habe ich einen Drachen. Nein, 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 nein. Er verfolgt mich und sitzt. Er macht, keine Ahnung, was er macht. Sackhüpfen oder irgend sowas. Sonst auf seinem Sack. Und ja, der Hund hier gehorcht mir auch nicht. Die wollen mir echt nicht gehorchen. Schade, schade. Ich kann mir keine Knochen geben, kein gar nichts. Eigentlich sind wir Schaf hier. Das Schwarze. Und das. Und ja, leider habe ich kein Drehbuch zum Let's Playen. Sonst wäre das ganz anders gelaufen. Das Hühnchen nehme ich mir auch mit. Ganze Hühnerfarm hier. Noch eins. Oh nein, das sind keine Pilze, das sind Blümchen, ja. Jetzt haut mich ab. Bleib mal stehen hier. Evil Chicken. Gut, in den letzten Folgen ist nicht alles so gelaufen, wie ich wollte. Bisschen scheiße gemacht, wie immer. So. Allerdings nichtsdestotrotz, wir bauen jetzt das Portal zur Hölle. Okay, von wegen symmetrisch. Haha. Bisschen hässlich eher. Gut, das kann man jetzt noch ausgleichen, wenn ich einfach alles eins nach links verschiebe. Oder, ach nee, Quatsch. Das muss ich ja wegbauen. Das sind ja nur die zwei Linken. Die Hunde mögen mich nicht, mich mag keiner. Naja, passt schon. Ich kann mit leben. So. Dann, ich quatsch zu viel. Ich laber zu viel Müll. So, dann die Lava schon reingetütet. Genau, und die Sonne geht schon wieder unter. Und ich habe Wasser geholt zum Glück, genau. Das kommt jetzt da drauf. Und jetzt habe ich Obsidian. Schau mal, die ersten beiden Blöcke. Jawohl.
So, das kann ich wegmachen. Und das kann ich hier wegmachen. Ne, ich kann es nicht wegmachen, weil ich jetzt nämlich hier so etwas drauf baue. So, so, so. Da kommt jetzt der nächste Lava-Spot rein. Und es wird schon wieder dunkel. Ich hasse es. Und ja, dann hier und da. Und da. Jetzt habe ich hier wieder zwei Gussformen für den nächsten Block. Das kriegen wir hoffentlich wieder hin. Dazu brauche ich erstmal hier wieder Lava. Und hier auch Lava. Ich habe noch drei Eimerchen. Ja, drei Eimerchen. Da kommt Lava rein. Und da kommt Lava rein. Und dann kommt hier einmal... nicht reinfallen jetzt. Wasser drauf wollte ich schon sagen. Ich komme allerdings nicht hoch. So. Kommt mal hier Wasser drauf. So, der erste Lava-Spot ist trocken. Und... der auch. Gut. Dann bin ich gerade überlegen, wo der nächste hinkommt, ob ich den nächsten machen kann. Ich könnte schon mal draufsetzen, würde ich sagen. So, 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 so. Wie hoch muss es eigentlich sein? 1, 2, ich glaube 3 hoch. 3 hoch, ja genau. Ja. Dann kommt hier noch ein Lavaspot rein. Ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß, es wird dunkel, ich beeile mich schon. Aber links laggt es jetzt gerade wieder, aus welchem Grund auch immer. Was soll der müssen? Alles will mich ärgern. Nein, was habe ich jetzt getan? Ich habe hier Wasser reingetan und die Lava ist verschwunden. Ach, typischer Fall von Fail. Ich dachte, jetzt, man muss es daneben drauf tun, damit es drüber läuft und dann erkaltet. Aber ich habe jetzt hier gleich das Wasser reingetan, auf einmal war die Lava weg. Ja, das ist natürlich hier verschwendet. Na, was soll's. Ist mal gewohnt von mir, dass ich hinkriege. Und dann geht's wieder zurück. So zurück und... Och, da unten wartet schon jemand auf uns. Wie nett. Sogar zwei Leute warten auf uns. Aber zum Glück haben wir ja einen kleinen Hintereingang hier, ne? Oben drauf schön auf dem Dach versteckt. Können wir auch rein. So. Und Deckel zu. Gut. Klappe auf. Deckel kann ich offen lassen. Glaube ich, da kommt nichts rein. So. Und jetzt pennen. Ganz fix. Und ja. Ich habe schon wieder eine gebrauchte Axt drin. Oder Spitzhacke, sage ich jetzt mal. Nicht Axt, Spitzhacke. Und ja. Da brennt gerade ein Skelett, wie man hört. Nein, was tue ich hier zur Hölle? So. Jetzt passt's. Säule. Ja, okay. Passt genau zum Thema. Bauen wir schließlich ein Tor zur Hölle. Gut. Dann erstmal wieder den Schrott hier raus tun. Und. Oh, was ist jetzt los? Meine Taste hängt irgendwie fest, glaube ich. Kann das sein? Ich drücke gerade keine Taste, aber ich werde wild durch die Gegend gescheuert. Jetzt geht's wieder. Okay, manchmal spinnt das hier ein bisschen. Das kann sein. Das mache ich nicht mit Absicht. Und ja, da kommt der Lapis raus und der Minecart kommt raus. Dann der Black Wool, dann der Sugar Cane. Die brauche ich jetzt gerade im Moment hier nicht. Die Wolle kommt raus. Der Gravel kommt raus. Der Eisen kommt raus. Nicht, keine Lust nochmal zu sterben, alles zu verlieren. An Federn, das kommt raus. Und der Schalter kommt raus, brauchen wir nicht mehr. Sandstone, Sand. Wir haben ja jetzt Erde, brauchen wir nicht mehr. Oder können uns noch mehr Dirt holen. Die Eier kommen raus, da sind 4 Eier. Und braune Wolle vor allen Dingen, die kommt raus, wenn es rausgehen würde. Allerdings, es kommt nicht raus, weil nämlich wieder alles verstopft ist. Und kann ich nur hier raus tun. Sand kommt raus, ja. Und ja, dann müssen wir schon wieder rein. Und ich habe einen Lavaspot verkackt. Oh. Ich habe gerade weggeworfen. Wo ist die Schapitzhacke hin? Da. So. Ja, wir müssen wieder in die Höhle rein. Und wieder... Ach komm, nicht im Ernst, oder? Creeper? So, jetzt zisch mal. Los, komm, explodier. Soll das ein Witz sein? Willst du nicht explodieren? Okay, er will nicht. Hat der Schießpulver gelaufen? Nee, kein Schießpulver. Gut, demnächst schlage ich zurück mit TNT-Fallen. Wenn die mich in die Luft springen, springe ich die auch mal in die Luft. Einfach schön TNT versteckt, Redstone-Spur gelegt und dann draufgehauen. Jawohl. Demnächst springe ich meinen Creeper in die Luft. Das wäre doch auch mal... lustig. Hier war übrigens auch mal ein Creeper, der in die Luft gesprungen, sich in die Luft gesprengt hat, so rum. Nun gut, ich muss sagen, die letzten Let's Play-Folgen finde ich aus meiner persönlichen Sicht überhaupt nicht sonderlich gelungen. Ich gelobe Besserung. Ich hoffe mal, ab jetzt, ab diesem Punkt, werden die Let's Plays wieder besser. Weil ich finde die gerade nämlich selbst ziemlich schlecht, was ich in den letzten Folgen verzapft habe. Ich schlage mich echt an den Kopf und frage mich, ob ich das überhaupt hochladen will. Allerdings, da es ein Let's Play ist, wird alles hochgeladen, was man hier so treibt. Und damit man nichts verpasst und so weiter, jo. Nun gut. Muss ich alles hochladen. Aber wie gesagt, ein Feedback von mir, ich fand die letzten Folgen wirklich schlecht.
Gut. Nur damit ihr es wisst, ne? Also, ihr wisst schon. Dann versuche ich jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen, um das etwas interessanter gestalten. Etwas viel interessanter. Ja, gut, dann reden wir einfach nicht mehr über sinnlose Sachen. Oder ich rede nicht mehr über sinnlose Sachen. Und wir machen uns einfach auf den Weg. So, und gehen wieder zum Geschäft über, indem wir die Eimer auffüllen. Ich lege die schon mal alle hier bereit. Und alles, was passiert ist, ist vergessen. Und wir fangen wieder von neu an praktisch. Und den Eimer Wasser natürlich immer dabei zu haben. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist mit einem Eimer Lava durch die Gegend latschen. Ein falscher Klick und man ist tot. Lava ist ziemlich heiß. Und brennt. Und ja, wir sind schon wieder in der Höhle drin. Ich wollte eigentlich mal stoppen, wie lange wir brauchen, da rein wieder rauszukommen. Allerdings habe ich das gerade wieder vergeigt oder verpasst. Und ja, das nervt jetzt gleich vielleicht ein bisschen, weil ich jetzt die ganze Zeit durch die Gegend latsche und nicht einfach hier die Abkürzung nehme. Deshalb mache ich das mal so. Und habe mir gerade schnell eine Brücke gebaut zur Dings, was habe ich gerade rausgekommen, Fackeln, genau. Zu der Abkürzung hier. So. Und ich habe gar kein Schwert ausgewählt, das ist natürlich auch logisch. Dazu müssen wir die fackelnde Schaufel durch, mal weg, die Schaufel durch, weg, so. Und dann geht's hier natürlich wieder runter, so. Und, links. Und da ist, müsste irgendwo gerade wieder ein Skelett jetzt sein, wenn ich mich nicht, irre. Wenn ich jetzt hier gerade ausgucke, müsste jetzt hier irgendwo ein Skelett kommen. Ein Skelett und ein Zombie, allerdings nicht da, wo ich dachte. Ein Schwert rausholen. Und schön warten um die Ecke. Und ein Schlag noch, genau. Jetzt kommt noch das Skelett. Und das ist hier. Noch ein Zombie. Ah! Verdammt, Schrecken halt echt. Ein Skelett. Jetzt ist mein Schwert kaputt gegangen. Aber auch noch ein Skelett. Ach kommt schon, Leute. Ach kommt schon. Meine Leben gehen runter. Ach komm. Wollt mich alle hier verarschen. So, jetzt hole ich mal ein neues Diamantschwert raus. Mal gucken, was das so alles bringt. Und eins, zwei. Zwei Schläge nur. Jawohl, das ist natürlich etwas härter jetzt. Es hat ein bisschen mehr Power unter der Haube, sage ich jetzt mal. Diamantschwert zischt schon richtig. Allerdings hält es auch länger. Zum Glück. Ich mache hier mal Licht, das kann doch nicht sein. Geht's auch nochmal rein? Ich hoffe es nicht. Ich höre eine Spinne. Mal wieder. Ups, hier geht es doch rein. Oh nein. Oder doch nicht? Ja, was jetzt? Nee, okay, es war nur ein ganz kleiner Spot. Ja. Ich werde dann mal hier. Spinne. Da, Spinne. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich fürchte, ich würde jetzt wieder sterben gleich. Och man, meine Leben flackern schon wieder. Ich hab da schon wieder. Ah. Allerdings möchte ich. Die Spinne schwimmt den Wasserfall nach oben. Ich glaube, Spinnen. Zu viel Spinnen in einem Satz. Ja, okay, ich nehme da mal den Expresslift nach unten. Weil ich keine Lust habe, außen rumzulaufen. Und ja, in der Hoffnung, wir können jetzt mal, oder wir schaffen die Reise nach ohne zu sterben. Und schaffen die Reise vor allen Dingen wieder nach draußen, ohne zu sterben. Ich werde das jetzt etwas ganz vorsichtig machen, dass ich kein Leben mehr verliere. Weil das ist nämlich gerade nicht so geplant. Schnell umschauen, dass hier keine Mobs wieder gespawnt sind, wo auch immer die